So, neuer Tag, neues Glück hier an so einem Gestrüpp. Na, wer sieht sie? Mein Pilze. Oh, schau mal, es ist ganz viel drin versteckt. Ich glaube, da muss man mal ein bisschen intensiver suchen. Und das ist jetzt mein Hexenring, der auch wirklich weitergeht hier. Da kommen noch welche. Hier sind ganz große. Hier sind welche. Super, hier. Das ist wirklich ein kompletter Hexenring. Da. Hier. Alles voll mit Maipilzen. Und das sind bei jedem zwei ja. Oder eins drauf. Während die Kinder im Hintergrund diskutieren, ich mache hier die ersten Maipilze raus. Schaut euch die an, wie schön die sind. Natürlich intensiv, gurkig, mehliger Geruch, das rieche ich jetzt schon von hier. Die Maipilze. Hier im Hexenring, überall standen die Maipilze. Hier geht's weiter. Hier stehen sie, hier drüben. Einmal ringsherum. Ja. Ein Maipilz nach dem anderen. So, den nehmen wir mal raus. Schon sehen, diesen cremefarbenen, elfenbeinfarbenen Hut. Dann diese ganz eng stehenden Lamellen mit den Zwischenlamellen. Der Stiel ist ausgebuchtet angewachsen. Der Hutrand ist ganz lange eingerollt. Er ist ringlos. Und er hat, wie gesagt, diesen ganz intensiven Duft nach feuchtem Mehl und Gurke. So, diese Hexenringe entstehen dadurch, dass das Myzel hier in der Mitte sich immer weiter nach außen breitet, weil die Nährstoffe im Boden aufgebraucht sind. Und dann wachsen die jedes Jahr ein kleines Stückchen weiter nach außen. Das heißt, die sind standorttreu und wir können die jedes Jahr zur geeigneten Zeit wieder finden. Sind schon einige drin. Es haben sich aber immer noch so viele hier zwischen dem Gras versteckt, wenn man hier mal ein bisschen guckt. Ich versuche jetzt nur die großen Fruchtkörper rauszunehmen und die kleinen drin zu lassen. Überall lassen sich noch welche finden.